Es gibt sie. Die Momente, in denen die Zeit stillzustehen scheint. In denen wir innehalten. Zeitlose Eleganz. Die Kunst der 12 Zylinder. Dem Klangbild lauschen. Fahrfreude spüren. Genuss erleben. Autofahren mit allen Sinnen. Die Sport-Plus-Taste ist aktiviert. Jetzt geben wir mal Gas. Ah, er gibt die Leistung ein bisschen früher frei. Ah, jetzt hat er sogar auch so ein leichtes Reinbremsübersteuern erlaubt. Also da ist schon mehr Dynamik. Aber die Leistung so richtig freigeben tut er doch recht spät erst. Achtung nochmal. Also, siehst du, das merkst du schon, dass das kein Rennauto sein soll. Ja? Also jetzt holt uns das Gewicht ein bisschen ein und auch die Regelstrategie. Ich meine, wir haben sehr viel Qualm auf der Hinterachse. Er will dann schon größtes oder höchstmögliches Maß an Sicherheit haben. Und jetzt wird es dann doch ein bisschen unharmonisch. Ne? Das können dann, sagen wir mal, andere schon besser. Sollen wir mal ohne ESP fahren? So. Langgezogene rechts. Pass auf, jetzt lenke ich mal ein und werde mal voll auf den Pinsel treten. Achtung. Und plötzlich passiert es. Der britische Gentleman legt seine Zurückhaltung ab. Alle Sinne plötzlich hellwach. Entschuldigung. Aber es sah gut aus. Ich muss den Spiegel mal einstellen, dann sehe ich es besser. Oh, nächste Runde machen wir das nochmal, oder? Aber da siehst du, wie viel Kraft hinten anliegt. Und ja, da da jetzt doch kein Traktionswunder war. Aber die Übergänge waren sehr sanft, hat Spaß gemacht. Also in die Kurve rein, du gibst Gas, der Übergang war schön sauber und dann kam das Auto schön quer. Oh, und wenn du weißt, wie Gegenlenken funktioniert, dann macht das Laune. Den Heidenspaß dabei. Auch wenn jetzt noch einmal dieses leichte Rutschen und Rollen und ein bisschen behäbige natürlich nicht der Rundenzeit förderlich ist. Aber wirklich, ich hatte einen riesen Spaß mit dem Auto, den Apparat irgendwie so in die Ecke reinzuquälen und dann ans Gas zu gehen und dann das Heck bricht immer herrlich aus, weil er halt Dampf hat ohne Ende. Du konntest mit dem Auto einfach Spaß haben.
Das war, du musst es auch können, du musst es auch schön lenken und das Lenkrad gut festhalten und wissen, was du da tust. Aber so in Summe hat das einfach Laune gemacht. In seiner Eleganz zeitlos. In seinem Auftreten ein wahrer Gentleman. Ein Auto für die Sinne. Im Takt der 12 Zylinder.